Heute bin ich gemeinsam mit Jakob, seiner Freundin, ihrem Hund und einigen Zuschauern unterwegs zu einem verlassenen Gruselwald. Hier sollten gleich mehrere merkwürdige verlassene Häuser auf uns warten. Nicht nur die mysteriöse Todesanzeige des Besitzers, sondern auch eine Menge anderer privater Dinge warfen hier Fragen auf. Dass dieser Herr, der hier gestorben ist, am 15. April 2010 verstorben ist, das macht keinen Sinn und das ist irgendwie extrem unheimlich. Also ich hoffe, dass die hier keinen Menschen begraben haben. Gemeinsam mit euch möchte ich dieses spannende Gelände erkunden. Mein Name ist Paul Schridde, ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Mal wieder war es kalt an diesem Nachmittag und neblig. Der Weg zum ersten Gebäude war vom Sturm mit umgestürzten Bäumen übersät. Alles wirkte wie in einem Urwald, nur dass er im Winterschlaf lag. Immer wieder türmten sich riesige Berge mit Holz und leider auch Müll neben dem Weg auf. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Es ist ja immer noch bekannt. Heute bin ich unterwegs, immer noch mit dem Herr zu dem Norg. Moin. Und auch JJ genannt. Dann haben wir hier die gute Dame von nebenan. Da ist sie. Ja. Und Mr. Luca und seine, vorhin habe ich glaube ich gesagt, Freundin im letzten Video. Ist aber gar nicht seine Freundin, ist tatsächlich seine Schwester. Also Leute, wer Interesse hat, meldet sich gerne bei Lukas Schwester. Leute, was ich extrem geil finde an Locations, ist, wenn es extrem neblig ist. Und hier haben wir das mal wirklich. Alles ist neblig, ist so eine extrem winterliche Stimmung. Überall ist irgendwas gefroren, irgendwo tropft was. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist hier die Straße. Hier ist das erste Gebäude, dahinter direkt die Straße. Aber wenn man das jetzt von hier aus betrachtet, dann sieht es tatsächlich, ja, so ein bisschen hippie-mäßig aus. Auf jeden Fall relativ mystisch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier tatsächlich mal wirklich jemand gelebt hat. Und da oben ist ein Schornstein, der da neu angebracht ist oder relativ neu. Und da werden wir jetzt einfach mal reingehen. Boah, das ist fast ein bisschen gruselig hier. Also wir sind jetzt drin in dieser kleinen Laube und irgendwie hat das für mich was extrem Mystisches. Hier irgendwelche Familienfotos, die hier noch rumliegen. Irgendwelche, also es wurde alles wirklich wieder hier zurückgelassen. Und das deutet ja letztendlich auch darauf hin, dass dieser Ort auf jeden Fall privat auch genutzt wurde und nicht einfach nur so ferienmäßig, sondern hier wurde wirklich gelebt und gewohnt. Und dann kann man wieder nur spekulieren, warum dieser Ort verlassen wurde, ob es wieder einen Todesfall gab oder ob alles aus irgendeinem anderen Grund aufgegeben wurde, dass man auf einmal plötzlich wegziehen musste, dass auf einmal kein Geld mehr da war, obwohl dieser Wohnort ja, denke ich mal, sowieso schon extrem günstig war. Also hier lässt sich wieder nur spekulieren, aber ist auf jeden Fall immer für mich sehr, sehr interessant, wenn viele, viele private Gegenstände rumliegen. Und da versuche ich euch in diesem Video auch mal ein paar schöne Details aufzufangen und vielleicht auch mal ein bisschen was vorzulesen, mal sehen, was wir hier finden. Hier haben wir was sehr, sehr Interessantes gefunden. Gleich zu Anfang liegt hier zentrale Seebestattungsgedenkstätte. Und wenn wir das Ganze jetzt mal aufblättern, dann kommen hier erstmal so ein paar Seiten, neues Begrüßen und so weiter. Und dann ist hier tatsächlich die originale Todesanzeige drin. Auftragsformular zur Errichtung eines Ehrenmales. Die Gedenktafel aus poliertem Messing. Der Name steht dann damit drauf, für immer in unseren Herzen. 15. April 2010 steht hier als Datum. Bedeutet also, dass dieser Herr, der hier gestorben ist, am 15. April 2010 verstorben ist und bereits 1910 am 1. Mai, das ist übrigens auch mein Geburtstag, Leute, geboren ist. Also schon ein sehr, also ein älterer, in die Haare gekommener Herr.
Und hier ist wahrscheinlich seine originale Todesurkunde. Und der hatte eine Seebestattung bekommen. Und Seebestattungen bekamen eigentlich nur Leute, die wirklich irgendwas mit der See zu tun hatten. Im Normalfall zumindest. Sprich, sie waren Kapitän, sie sind zur See gefahren oder zumindest ähnliches. Also vielleicht finden wir auch noch weitere Indizien dafür, dass dieser Mensch wirklich zur See gefahren ist. Sprich, irgendwelche Bilder oder weitere Bücher oder Seekarten oder sowas. Das wäre auf jeden Fall interessant. Hier auch ein ganz schöner Ofen. Hier oben hat er sich dann wahrscheinlich Tee oder Kaffee gekocht. Ach, ich stelle mir das so richtig urig vor. Na, wie der dann hier so saß auf seinem Sofa, hat sich dann einfach einen schönen Tee gemacht. Das ist irgendwie so, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das war ein schönes Leben hier, was der hier geführt hat, oder die beiden, je nachdem. Was jetzt nochmal interessant ist, hier liegt nochmal eine Apothekenumschau. Wir haben ja gerade gesehen, die Todesanzeige war von 2010. Wir gingen jetzt also davon aus, dass der Verstorbene oder der hier gelebt hat, 2010 verstorben ist. Und dass damit das Ganze sozusagen seitdem verlassen hier steht. Allerdings haben wir jetzt eine Apothekenumschau gefunden und gerade sagte Luca auch nochmal, diese kann man nur abholen und nicht geliefert bekommen. Da steht 2014, 1. August und das wäre ja nochmal um einiges später. Und genau um 4 Jahre später. Das würde dann wiederum keinen Sinn ergeben. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen weiter forschen. In diesem kleinen Bungalow war im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit stehen geblieben. Alles sah aus, als wurde es ganz plötzlich verlassen und nun in Vergessenheit geraten. Okay, gehen wir mal wieder raus aus dieser wundervollen Hütte. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr das auch so interessant findet wie ich, aber für mich hat sowas. Sobald irgendwelche privaten Gegenstände von Leuten ins Spiel kommen, tauchst du eben ein in das Leben von dem, der da mal gelebt hat. Und ich finde, das macht extrem so eine Erkundungstour irgendwie auf einem verlassenen Ort aus. Weil du erkundest halt nicht nur das verlassene Gebäude, sondern halt auch noch die Geschichte zu diesem Gebäude. Und die dann rauszufinden, ohne dass man irgendwas weiß, was da vorher war, ist halt echt wahnsinnig interessant. Leute, wer würde hier kacken gehen? Schreibt auch das mal in die Kommentare, sogar mit Spiegel. Also hier war man natürlich in der Natur etwas eingeschränkt, was Hygiene anging. Das sagt meine Oma immer. Du brauchst... Das war ein Fail. Mir ist gerade das Licht in den Sumpf gefallen. Meine Oma sagt immer, du brauchst Hygiene, mein Kind. Und ja, auch die Lampe braucht jetzt Hygiene und Zuneigung nach dem Sturz. Hier ist nochmal so ein Kreuz, das muss man irgendwo gesteckt haben. Von Isolde. Ich könnte mir vorstellen, also ich hoffe, dass die hier keinen Menschen begraben haben. Ansonsten ist es wahrscheinlich ja ein Hund. Isolde, ein Hund? Nee, ein Pferd. Ich finde, das könnte gut ein Pferd sein vom Namen her. Obwohl, man weiß es nicht. Etwas merkwürdig war das Ganze hier schon. Jedoch würde sich das Gefühl gleich sogar noch verstärken. Der Weg zu den anderen Gebäuden führte uns weiter über das große Grundstück. Okay, Leute. Hier habt ihr gerade schon gesehen, das ist halt ja, ein selbstgebautes Haus von dem, der hier lebte. Ob das sein Hauptwohnsitz war oder das hier, kann man noch nicht genau sagen. Wir gucken mal, was sich drin befindet. Okay, Leute, hier haben wir nochmal jetzt das Haus passend zu dem, wo wir gerade waren. Und hier sieht man gleich so ein bisschen was Spezielleres. Das ist jetzt leider für euch verpixelt. What the fuck? Boys. Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich glaube, es ist doch alles etwas anders, als ich dachte zu Anfang. Was zum Teufel ist denn hier los? Alles voller Bilder, eine riesige Videokassettensammlung, also wahnsinnig groß. Krass, gigantische Spiegel, also völlig überdimensioniert. Wer braucht denn so große Spiegel? Na gut, ist wahrscheinlich eher ein optischer Faktor gewesen. Und mal wieder, wie es so oft ist, gut, man kann jetzt hier auch wieder nicht beurteilen, ob das wirklich zu Weihnachten verlassen wurde, aber hier wieder Weihnachtsdekoration. Und wann nochmal, oh Gott, wo war nochmal die Todesanzeige? Oktober, ne? Mai oder nicht? Nee, der ist geboren im Mai und gestorben im Oktober. Es gibt ja auf jeden Fall Leute, die auch schon im Oktober anfangen, für Weihnachten zu dekorieren. Bedeutet also, es würde hinkommen. Er ist im Oktober gestorben oder wurde beigesetzt, dann auf dem Meer. Und was ist da für ein Datum? Wann war nochmal die 18. August. 1. August, ne? Ja. Okay, jetzt haben wir hier wieder 2014, Leute. So richtig Sinn macht's nicht. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der, den wir da gefunden haben, in der Todesanzeige sozusagen der Vater war und dass der Sohn hier noch weitergelebt hat, 2 Jahre.
Nee, 4 Jahre sogar. Kann ich nicht genau sagen, aber bisher deutet dann doch jetzt alles darauf hin, dass hier 2014 das Ganze verlassen wurde. Leute, guckt mal an die Decke. Da hat jemand fein säuberlich wirklich, da sieht man ja noch 2 Lampen. Einmal hier überall ausgeschnitten, überall Kabel gelegt und dann hatte man hier in der Mitte diese Lampe und dann noch außenrum einmal so ein Kreis. Also irgendwie war das hier ein bisschen merkwürdig, wer hier gelebt hat. Leute, wen haben wir denn hier? Ein Fuchs mit wirklich glasigen, toten Augen. Okay, Leute, hier nochmal das alte Schlafzimmer. Hier solche Fächer und wieder oben so ein Kreis mit Lampen. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr komisch. Aber auch das komplette Inventar hier plus dieser Puppen, die sind irgendwie echt verdammt gruselig und unheimlich. Also hier eine Nacht drin schlafen, in dem Bett. Ah, schreibt's nochmal in die Kommentare. Heute gibt's nämlich richtig viel zu tun in den Kommentaren. Leute, wir haben alte Fotos gefunden von Hamburg, meiner Heimatstadt. Hier schön das Alsterhaus. Aber guckt euch mal an hier, dieser alte Mercedes Unimog. Das ist uralt. Wahnsinn. Also irgendwie aus den 70er, 60er Jahren. Hier ein altes Schloss. Auf jeden Fall ganz viele persönliche Fotos, die hier wieder zurückgelassen wurden. Leute, wir haben jetzt hier nochmal ein Fotoalbum gefunden. Da sieht man eindeutig erstmal ein Grab. Und dann da drüber eben ein Schiff. Und das würde ja zusammenpassen, dass das hier die Seebestattung war. Man konnte auch ein Foto später, glaube ich, erkennen, dass es sich hierbei um Cuxhaven gehandelt hat. Und vorhin haben wir ja in dieser Todesanzeige gesehen, dass das in Cuxhaven war oder von dieser Firma. Bedeutet also, dass die hier wirklich die letzten Fotos nochmal dokumentiert haben von der Seebestattung, wie sie hier dann aufs Meer gefahren sind, so die letzten. Das ist irgendwie relativ traurig. Hier sieht man halt nochmal, wie die so weggefahren sind, die letzte Fahrt sozusagen. Und hier dann nochmal ein Grabstein, den sie angefertigen lassen haben. Und deswegen wahrscheinlich dann auch nochmal die Todesanzeige. Das heißt, die Leute, die hier auf dem Grundstück gelebt haben, gehörten auf jeden Fall so auch zusammen, dass dieses Haus, was wir vorhin gesehen haben, auch wirklich hier zugehört. Krass. Hier ist dann nochmal was, das tatsächlich sogar Oscar nominiert ist. American Beauty, ein Film, aber dann daneben, und das wird jetzt alles verpixelt sein, ein Spezialitätenrestaurant oder auch noch viel interessanter, Cory, Deutschlands heimliche Busenkönigin. Rein äußerlich sehr still und zurückhaltend. Sie ist innerlich ein brodelnder Vulkan. Hier ist nochmal so eine Video Deluxe Edition. Und hier haben wir dann die geilen Girlies. Das ist schon in Euro auch gewesen. Und dann haben wir hier nochmal Power Girls. Was sie machen, beherrschen sie exzellent. Mhm. Samantha Fox. Natürlich bekannt, auch unter dem Namen Sammy Fox. Krass, Leute. Historisch. Unheimlich. Ja, sogar gruselig war es hier gewesen. Die Frage, wer hier wohl gewohnt hatte, beschäftigte nun uns alle. Jedoch fanden wir kaum private Fotos der Personen, die hier mal gelebt haben mussten. Lediglich die Beerdigung und ein paar Urlaubsfotos lagen dort. Es wirkte alles sehr surreal. Lange wollten wir uns in diesem Haus nicht aufhalten. Draußen erwartete uns gleich das nächste Rätsel. Wir haben hier nochmal was gefunden. Ich muss den Stein leider auch verpixeln, weil da ein Name drauf steht. Aber da ist das Datum, das kann ich ja zumindest filmen. 28.12.72 bis zum 1.6.73. Also sehr, sehr, sehr früh gestorben. Und daneben lehnt hier am Grabstein an einem riesigen alten Baum ein Gehstock. Das macht keinen Sinn und ist irgendwie extrem unheimlich. Also das hier im Dunkeln zu sehen, ja. Hier dann wieder Bänke. Alter, das ist komisch. Dann haben die extra nochmal einen Grabstein anfertigen lassen, wahrscheinlich um den hier hinzustellen zusätzlich. Oder die hatten einfach keinen Grabstein auf ihrem normalen Grab. Krass. Wir gehen jetzt weiter zum letzten Gebäude. Hier ist jetzt so eine Teichanlage. Da stehen Stühle drin und hier nochmal das gleiche. Hier allerdings ist in der Mitte ein Springbrunnen und es geht nach unten mit einer Treppe. Da vermute ich tatsächlich, dass das eher eine Sitzgelegenheit war, wo man hier dann runtergehen konnte und hier sozusagen so ein bisschen von der Straße, vielleicht von den Geräuschen geschützt war. Okay, Leute, dann wollen wir mal ins letzte Gebäude hier auf diesem Grundstück einsteigen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Leute, guckt mal, was ich hier gefunden habe. Eine alte Kamera mit einem riesen Aufsteckblitz von Porst. 126 Compact. Cool.
auch so da oben hingestellt. Ja, Leute, wir denken jetzt hier, dass das so eine Art Abstellraum war, wo die Leute, die hier aufgeräumt haben, teilweise schon ein paar Kartons gepackt haben und die dann hier einfach mal mehr oder weniger reingefeuert haben. Sieht hier echt aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Leute, es ist einfach so unordentlich hier. Das ist echt der Hammer. Ich gehe hier mal so ein bisschen durch. Es müffelt überall so stark nach Schimmel und überall liegen irgendwelche komischen Sachen rum. Hier zum Beispiel irgendwelche Kerzen, dann daneben direkt eine Brotdose. Also das hier ist so eine richtige Messi-Bude und ja, da stellt sich tatsächlich die Frage, war das damals schon so oder ist das erst so gekommen, weil Leute hier reingekommen sind über dieses zerschlagene Fenster, um hier zu gucken, ob hier irgendwelche Wertgegenstände drin liegen. Guck mal, hier ist so ein altes Buch von Bauknecht, das sieht irgendwie auch total alt aus, so dieses Design und so. Eine kulinarische Reise in kühle Zonen. Das ist total alt so vom Design noch. Und hier ist noch so ein anderes. Mädchen im Tropenhelm. Das sieht auch alt aus. Sieht so richtig wie aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Das ist schon so vergilbte Seiten. Die Frage ist, aus welchem Jahr kommt dieses Buch? 54, hier steht ein Name, Leute. 8.9.1954. So was haben die damals gelesen. Und das sind so diese typischen Bilder und Designs, die man so damals genutzt haben. Auch die Schriftart. Oh Leute, hier ist alles voll. Hier muss man richtig aufpassen, dass man die Sachen nicht kaputt macht. Da vorne ist noch ein großes Bild. Zweimal das gleiche. Das ist so Psycho irgendwie. Da ist ein Bild von dem Typen in der Einrichtung und hier spiegelverkehrt nochmal auf der anderen Seite. Was zum Teufel? Warum? Okay Leute, zurück nach draußen. Oh. Und dann sind wir tatsächlich wieder draußen, laufen jetzt hier wieder zurück über das große Gelände und wenn ich noch was finde, dann zeige ich euch das noch. Ansonsten war es das mit diesem Video. Jakob ist schon wieder sonst was wie weit, wieder an der Feuerwehr, der hat wieder keinen Bock. Schreibt mir in die Kommentare, fick dich Jakob. Nee, lass es lieber. Und dann, ja, wie hat es euch gefallen, die kleine Tour am Rande? Ja, war auf jeden Fall nett, gab sehr viel zu sehen, hoffentlich auch für euch im Video. Und du so persönlich? War mega geil. Mega Doppelpiece-Tanzverbot, Alter. Mega geil. Hashtag mega geil. Ganz nette Erfahrung, Herr Schriddel. Nett. Das ist der kleine Bruder von wem nochmal? Richtig. Das habe ich nicht gesagt. In dem Sinne, Leute, bleibt Frauen gesund und bis zum nächsten Video. Ciao. Und Anfänger wissen natürlich nicht, wie man hier ordentlich zu gehen hat. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Hashtag Amelie schäm dich. Ich heiße nicht Amelie. Annelie. Habe ich schon früher immer Amelie zu dir gesagt, glaube ich. Doch, habe ich öfter. Nein. Kannst du mal auf. Hashtag Annelie schäm dich. Mit N, mit Doppel-N, Leute. Danke. Jetzt sind wir auch noch stecken geblieben hier, mit dem teilweise so glatt ist. Und können jetzt diese Karre hier irgendwie rausgehen. Das kommt, wenn man mit so einem alten Feuerwehrwagen durch die Gegend fährt. Also, jetzt wird geschoben. Okay. Hey. Top gerettet, nice, die Situation. Länger. Da sind wir schon wieder raus, weil noch andere Passanten kamen. Also, gute Aktion gelöst. Und jetzt aber rein in den Wagen. Das war alles ich. Und. Also. Ende im Gelände. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.